Musikproduzent Jerome ist sein Leben als Womanizer leid. Er kehrt Berlin den Rücken und zieht zurück zu seinen Eltern aufs Land. Dort sucht er nach dem echten Sinn des Lebens und auch ein bisschen nach sich selbst. Was er dort findet, haut ihn dann erstmal um. Die wunderschöne Helena. Helena, ich muss mit dir reden. Hey? Aber ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll. Sag's doch einfach. Ich könnte es mir einfach machen und einfach nur sagen, Helena, ich liebe dich. Aber ich kenne dich noch gar nicht gut genug, um dich zu lieben. Deswegen sage ich lieber, ich würde es lieben, dich zu kennen. Denn ich glaube, wenn wir uns kennen, dann würden wir uns lieben. Währenddessen hat Jeromes schüchterner und etwas verdrehter Freund Günther in Berlin so seine ganz eigenen Probleme mit seiner Freundin. Er will mit ihr zusammenziehen, sie will aber erstmal Sex. Also holt sich Günther Tipps vom Ex-Frauenheld Jerome. Noch konkrete Anweisungen für Samstagabend. Konkrete Anweisungen für was? DVD-Abend, Jerome, du weißt doch, was das heutzutage bedeutet. DVD-Abend ist gleich Sex, das heißt, sie will mit mir ins Bett. Na, das ist doch super, du willst doch auch mit ihr ins Bett. Ja, aber das ist 8,5 Jahre her, dass ich zum letzten Mal Geschlechtsverkehr hatte. Pass auf, alles, was ich sagen kann, ist, sei langsam. Aber sei auch nicht zu langsam. Hör auf ihren Atem, hör drauf, was ihr Körper sagt. Warte, ich schreib das mit. Und dann ist da natürlich noch Schlagersternchen Bruce, Jeromes ehemaliger WG-Mitbewohner. Mit seinem neuen Song will er endlich an die Spitze der Charts. Dabei hat er aber die Rechnung ohne die Konkurrenz gemacht. Das ist mein Lied. Der Typ klaut mein Lied. Das ist mein Song, Jerome. Den habe ich doch für dich geschrieben. Es wieder los. Diese Ratte klaut mein Lied. Kannst du das beweisen? Wie soll ich das beweisen? Das ist hinterlegt beim Anwalt. Ganz große Scheiße. Auch in der Fortsetzung von Männerherzen prallen wieder Lebensentwürfe aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Hilfe deutscher Top-Schauspieler wie Christian Ulm, Til Schweiger und Florian David Fitz ist Regisseur Simon Verhoeven ein toll inszenierter Film gelungen, der mal lustig und mal traurig ist, ganz so wie das richtige Leben. Belohnt wurde das unter anderem mit einem Bambi für den besten Film national und dem Publikumspreis beim Bayerischen Filmpreis. Das Bonusmaterial der Blu-ray enthält neben einem Making-of auch den Kinotrailer und zwei exklusive Musikvideos.